Ja Leute, willkommen zurück bei Bavarian Muskrats, mitten hier aus der Natur. Ihr könnt sehen, ich bin schon wieder in belgischer Jigsaw-Camouflage-Montur gehüllt. Wahrscheinlich denkt ihr inzwischen, ich habe einen belgischen Fetisch entwickelt. Dem ist aber nicht so, sondern ich habe heute vor, mit zwei alten belgischen Kongo-Zeltbahnen einen Lageraufbau zu testen, den ich vorher noch nie ausprobiert habe. Erstmal so ganz spontan in den Sinn kommen. Da will ich heute ein kleines bisschen rumexperimentieren. Und da ich leider vom belgischen Kongo-Tarnmuster nur die Zeltbahnen habe und keine passende Jacke dazu, habe ich mich entschieden, heute abermals in der belgischen Jigsaw-Camouflage-Montur herauszugehen. Geht da gleich mal ein Aufruf an euch raus, falls jemand von euch im belgischen Kongo-Tarnmuster eine Jacke daheim hätte, circa in Größe S oder M, dann meldet euch gerne bei mir. Könnt ihr mir bei Facebook oder Instagram einfach privat anschreiben. Ihr seid in der Infobox unten verlinkt. Würde mich sehr darüber freuen. Suche nämlich schon länger in der passenden Größe für mich. Ja, und ansonsten stelle ich euch heute noch ein Tryptychon des guten Geschmacks vor, denn ich will mir da natürlich draußen, wenn ich mein Lager aufgebaut habe, auch was zum Essen kochen, aber dazu dann später mehr. Jetzt werde ich mir erst einmal meinen Weg weiter tiefer in den Wald reinbahnen und wenn ich dann einen ordentlichen Lagerplatz gefunden habe, melde ich mich bei euch vor Ort zurück. Dann bauen wir zusammen das Lager auf, dann wird schön gekocht und ich bin heute auch nicht unter Zeitdruck. Das heißt, alles ganz gemütlich und ich kann mir ein bisschen Zeit zum Rumexperimentieren lassen. Sage ich euch schon mal viel Spaß dabei. Los geht's! Ordentliche Matschpampe heute hier im Wald heraus. Aber was mich voll wegniedert, sind diese gigantischen Eichen, die hier in dem Wald herinnen stehen. Schaut euch das mal an, hey. Schaut euch mal diesen genialen Moosboden an, wie hier gerade das Sonnenlicht drauf fällt auf dieses nasse Moos. Nachdem ich jetzt eine ganze Weile tiefer in den Wald gelaufen bin, habe ich jetzt eine geeignete Stelle gefunden. Ich habe auf der Seite hier ein paar kleinere Nadelbäume, die mir eine gute Deckung bilden. Hinter mir habe ich so ein kleines bisschen einen vernachlässigten Wald. Hier liegt aber ein Haufen Totholz rum, das ich ja benötige, um mir mein Lager heute aufzubauen. Da brauche ich ein bisschen längere Stämme diesmal, die ich mir herschneiden will. Und auf die Seite raus habe ich eine gute offene Freifläche. Da habe ich alles gut im Blick, was sich vor mir abspielt und ringsherum eigentlich gut geschützt. Und ja, jetzt werde ich hier mein Lager aufbauen und fange einmal gleich an, die nötigen Holzstämme herzuschneiden. Ich werde jetzt hier meinen Rucksack mal an dem großen Baumstamm abstellen, mein Zeug rausholen und dann loslegen. Hole ich mir gleich mal die guten alten Bundeswehr-Arbeitshandschuhe mit der Lederverstärkung raus. Die benutze ich immer sehr gerne, wenn es noch nicht ganz so kalt ist hier draußen. Sind schön atmungsaktiv und man hat richtig Grip. Und kann gut was anfassen. Und auch gleich mal die Säge. Jetzt muss ich mir bloß ein bisschen Gedanken machen über die Länge der Stämme, die ich herschneide, damit mir das alles ausreichend genug ist für diesen Aufbau, den ich heute vorhabe. Da will ich nämlich diese zwei Kongo-Tarn-Zeltbahnen, die belgischen, erstmal zusammenknüpfen, wie normalerweise bei einer Dackelgarage. Und dann will ich das Ganze aber auf dem Dreibein aufziehen.
ja, für meinen heutigen Aufbau brauche ich ja noch zwei kürzere Stützen. Die schneide ich mir jetzt gerade nicht mehr her. Könnte passen. Ja Leute, ganz kurze Werbung in eigener Sache. Von meinem YouTube-Kanal Logo gibt es 3D-Metallpins zum Anstecken. Die sind 5 cm hoch, sind aus Stahl gefertigt und haben hinten drauf drei Sicherheitsverschlüsse. Die kosten 13 Euro plus 2 Euro Versand, wenn es euch interessiert. Die E-Mail-Adresse, wie ihr die bei mir bestellen könnt, ist unten in der Infobox. Ihr könnt mir aber bei Instagram oder Facebook einfach eine private Nachricht schicken. Zahlen könnt ihr per PayPal und Überweisung. Und hiermit bin ich auch schon wieder raus. Viel Spaß weiterhin mit dem Video. So Leute, mein Lager steht und jetzt freue ich mich auch schon richtig, euch das vorzustellen. So, dann schauen wir uns mal den Aufbau an. Habe ich heute zum ersten Mal probiert und ist mir so ganz spontan mal abends, wo ich im Bett gelegen bin, in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal kommen mir einfach solche Ideen, da bin ich ein bisschen am Sinieren und habe mir gedacht, das müsste eigentlich funktionieren. Und zwar habe ich heute ein größeres Dreibein gebaut. Das bildet eben diesen vorderen Bereich. Ihr seht das. Ich würde jetzt einmal sagen, ja, die Stämme sind ungefähr, ja, so 3 Meter dürften die schon haben, vielleicht sogar ein kleines bisschen über 3 Meter. Die habe ich mir vorne wie bei so einem Wigwam über Kreuz hergestellt. Dann habe ich eine weitere lange Stange genommen, die ich dann hier oben durchgezogen habe. Und hier hinten habe ich das Ganze nur mit einem kleineren Dreibein abgestützt. Und wie bei mir üblich, habe ich auch wieder meine Expander-Schlaufen hier benutzt. Ich arbeite ja fast nie mit Paracord, wenn ich draußen unterwegs bin, weil das einfach super schnell so funktioniert. Und ich komme damit einfach gut klar. Ihr könnt sehen, da unten habe ich auch nochmal so eine kleine Konstruktion mit diesen Expander-Schlaufen gemacht. Da habe ich einfach diese Zeltbahnen hier zusammengeknüpft und hier aus zwei von diesen Expander-Schlaufen nochmal so eine Abspannung nach hinten gemacht. Und hier kann man es auch nochmal sehen, da sind insgesamt 2 von den Expander-Schlaufen drumherum. Ja, und dann habe ich einfach das Zweimann-Zelt wie eine Dackelgarage zusammengeknüpft und habe das auf diese Konstruktion aufgezogen, aber eben so, dass es nach hinten einfach weiter runter geht und hier nach vorne weiter hoch, dass es auch schön offen ist. Die vorderen Zipfel von der Zeltbahn habe ich einmal umgeschlagen, hier hingeknüpft und da so reingesteckt. Das hat auch recht gut funktioniert. Somit haben wir vorne eine schöne große Öffnung und ihr könnt es ja sehen, das ist wirklich eine Garage. Wahnsinn, was da Platz ist. Ich habe jetzt bloß mal da meine Elefantenhaut reingelegt. Das wird jetzt natürlich alles reinpassen. Man könnte es auch noch viel weiter hinterschieben. Aber ich habe das jetzt auch so wegen der Optik alles ein bisschen weiter vorne aufgebaut. Ihr könnt mir natürlich richtig weit nach hinten in diese Zeltbahn reinsetzen. Aber ich habe das jetzt bewusst so gewählt, dass ich ein kleines bisschen weiter vorne bin, weil das einfach für mich zum Filmen besser ist, damit ich euch das Ganze besser zeigen kann. Es wird nämlich auch schon relativ früh düster und dann sind die Lichtverhältnisse zum Filmen da hinten drin einfach zu schlecht. Aber generell echt ein geiler Aufbau. Hätte ja richtig Bock, einmal hier draußen zu übernachten mit so einem Aufbau. Gefällt mir richtig gut. Und kurz nochmal zur Zeltbahn. Das ist eben die belgische Kongo-Zeltbahn. Das ist auch ein Tarnmuster, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich hätte halt auch gerne die passende Jacke dazu. Es erinnert ein bisschen an den Rhodesian Bushstroke Camouflage, finde ich persönlich. Und das ist auch ein sehr schönes Paar an Zeltbahnen. Die sind eigentlich ja, fast neuwertig. Depotware, könnte man fast sagen. Uralt, aus den 50er Jahren. Dafür top in Schuss. Kann ich euch auch nur raten, wenn ihr auch so ein bisschen Camouflage- und Zeltbahnfetischisten seid, besorgt euch die. Man kriegt sie bei eBay eigentlich noch zu ganz vernünftigen Preisen, was mir ehrlich gesagt sehr wundert, denn ja, es ist ja schon jetzt eins der Tarnmuster, die wirklich nicht alltäglich sind. Schauen wir nochmal kurz so von hinten drauf, wie das Ganze aufgezogen ist auf die Holzkonstruktion.
Also ich bin sehr zufrieden damit. Ich hätte jetzt auch noch das Originalgestänge und die originalen Taschen dabei. Da könnte man das eventuell hier von innen raus auch noch so ein kleines bisschen abstützen, dass wir hier ein bisschen mehr Volumen kriegen. Das ist aber jetzt halt für meinen heutigen Aufbau nicht wirklich notwendig. Aber da könnte man schon noch ein kleines bisschen rumspielen. Man könnte es vielleicht auch noch ein kleines bisschen höher ziehen. Aber alles in allem bin ich wirklich zufrieden mit dem Aufbau und das werde ich jetzt durchaus einmal öfters probieren. Ich habe ja auch noch zwei Amöbentarn-Zeltbahnen, mit denen könnte das Ganze ja ganz lustig werden. Dann reden wir jetzt einmal noch ein kleines bisschen über das Equipment oder über das Essen, was ich ja vorher schon angedeutet habe. Ich zeige es euch erst einmal ganz kurz. Das war mein angedeutetes sogenanntes Triptychon des guten Geschmacks. Und zwar haben wir hier von meiner England- bzw. Schottland Roadtrip Reise. Die Videos werden auch demnächst auf meinem Kanal online gehen, der komplette Roadtrip, ein paar Mitbringsel. Und zwar hatten die in den Supermärkten eine richtig geile Auswahl an Fertiggerichten. Da habe ich auch ein paar Videos drinnen gedreht, die ihr dann auch sehen werdet. Und unter anderem haben die eben von Heinz eine riesen Auswahl an Fertiggerichten, die es bei uns überhaupt nicht gibt. Ich habe in einem Video, wo ich mit dem Joscha unterwegs war, schon mal diese Macaroni and Cheese gekocht. Die habe ich ja dann zusätzlich noch mit Zwiebel und Peperoni ein kleines bisschen aufgepimpt. Und heute habe ich die ganz kleinen Portionen, das sind vielleicht ähnlich wie bei uns von Macke, diese Ein-Teller-Portionen mitgenommen. Und die will ich heute alle drei verköstigen. Da haben wir einmal Beef-Ravioli, dann haben wir Spaghetti mit Würstel drinnen und dann haben wir hier nur die Hoops. Das sind irgendwelche solche Ringe, so Nudelringe in einer fruchtigen Tomatensauce. Ja, da freue ich mich auf alle Fälle drauf, das heute mal zu probieren. Und ich sage es euch, für so Leute wie uns, die gern draußen unterwegs sind und auch so ein bisschen so ein Faible für so Instant-Zeug und Fertiggerichte haben, war das ein Schlaraffenland. Aber das werdet ihr in den kommenden Videos dann auch alles im Detail ein kleines bisschen sehen können. Dann habe ich heute auch wieder meinen Outdoor-Tisch von Schwarze Biene Outdoor dabei. Da steckt eben der Tommy aus dem Schwarzwald dahinter, ist auch keine bezahlte Werbung. Ich habe mir den Tisch selber gekauft, weil ich so kleine Sachen auch gerne unterstütze und mir gefällt einfach das ganze Konzept. Die haben euch ja schon ein paar Mal gezeigt, den Tisch. Das ist eben ein modularer Tisch, da könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal nachschauen. Da habe ich auch nochmal ein komplettes, separates Video online und Review. Der ist also sehr vielseitig einsetzbar und da kann man halt auch noch diverse Sachen anbauen. Also wir haben oben einfach die Tischplatte, die ist aufschraubbar. Dann haben wir den Erdspieß, der aus mehreren Segmenten besteht, die alle ineinander verschraubt sind. Dann haben wir hier nochmal seitlich diese Anbringung. Da habe ich jetzt gerade das Feuerzeug liegen, da kann man Handy herlegen. Hier kann man sein Besteck aufhängen. Ich habe es einmal exemplarisch hier herüben gezeigt. Man kann hier in diese Schlitze zum Beispiel so einen Löffel reinstecken. Da kann man sich einen Feuerstahl hinhängen. Unten der Transporttasche, die dient dann gleichzeitig im aufgebauten Zustand als Ablagefläche. Kann man sich unten sein ganz Zeug, was man beim Kochen so braucht, einfach reinlegen. Immer darauf zugreifen. Kochen werde ich heute mit Espit-Befeuerung und dem neuen französischen Kochgeschirr mit der Teflon-Beschichtung. Das nehme ich zurzeit auch sehr gerne mit raus. Ist zwar ein kleines bisschen eine kleinere Pfanne bzw. Topf, wie man das auch immer bezeichnen möchte, aber gerade für so kleine Dosen ist das natürlich eine perfekte Größe und durch die Teflon-Beschichtung kann man den halt auch super schön immer wieder sauber machen. Manche haben da immer ein bisschen so innere gesundheitlichen Einwände und Bedenken, aber ich sage jetzt mal, das macht man ja nicht jeden Tag und ja, das kann man schon mal heraus machen. Dann habe ich wieder den Helicontex Wrench Chair dabei. Der ist ja Standardausrüstung bei mir geworden. Der ist einfach super bequem und ja, sehr kompakt zum Verstauen. Seht ihr hier die Packtasche, die ist gerade mal ein bisschen größer wie die britische Trinkflasche, wo da liegt. Der belgische große Rucksack hier herausstehend noch. Den habt ihr ja schon oft genug in meinen Videos gesehen. Und hier habe ich einfach so ein bisschen mein Equipment auf der Elefantenhaut hergelegt. Das sind nur die originalen Taschen, wo die Zeltbahnen drin waren. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an mit der Zubereitung des ersten Fertiggerichts. Bin echt gespannt, wie das schmeckt, weil von Heinz gibt es ja bei uns eigentlich fast nur die Bohnen zum Kaufen. Das andere Zeug gibt es bei uns gar nicht. Und ja, wie gesagt, da gab es so viele Sachen von der Ochsenschwanzsuppe in der Dosen von Heinz bis zu den üblichen Baked Beans, aber halt da mit Curry-Geschmack, was bei uns nicht erhältlich ist, war wirklich sehr interessant. Und hier weht es gerade schon den Müllbeutel rum. Den habe ich mir nämlich hinter den Stuhl hergerichtet, weil ich natürlich ja alles wieder mit heimnehmen will, ohne dass der Rucksack dann innen versaut ist.
Ja, und ich habe mir gedacht, wir fangen jetzt das erste Mal mit dem Gericht an, was wahrscheinlich geschmacklich am wenigsten überraschend sein wird. Und zwar den Beef Ravioli. Da bin ich halt drauf gespannt, inwiefern die sich von unseren allseits bekannten Maggi Ravioli unterscheiden werden. Ja, allzu viel ist es natürlich nicht in dieser kleinen Dose. Bei uns in Bayern sagt man, ein Mangdratzer ist das. Machen wir den Espit-Würfel an. Und dann kann es auch schon losgehen. Bei diesem französischen Kochgeschirr muss ich dazu sagen, wenn man das auf so einem Espit-Kocher, wie ich jetzt gerade verwendet, muss man ein kleines bisschen aufpassen mit dem Gleichgewicht, da der Stiel relativ lang ist, dass man das nicht zu weit mittig stellt, weil sonst kann euch das Ganze einen Abgang machen, wenn ihr gerade nicht aufpasst und irgendwie blöd hinkommt oder so oder beim Umrühren seid. Und gewohnt schnell wird das Ganze natürlich auch warm. Also ehrlich gesagt, ich merke keinen großen Unterschied zu unseren Maggi-Ravioli. Es erinnert mich ein kleines bisschen an diese früheren Unox Junior-Gerichte, weil es ziemlich fruchtig schmeckt. Es hat jetzt natürlich bloß wenige Sekunden bis Minuten gedauert, bis das Ganze warm worden ist, aufgrund der kleinen Menge. Den Espit-Würfel mache ich jetzt auch kurz aus, weil den kann ich dann gleich noch fürs zweite Gericht verwenden. Jetzt probieren wir das Ganze auch gleich mal. Schmeckt mir sehr gut. Fleischfüllung schmeckt ein kleines bisschen anders wie bei uns. Die Soße an sich kommt relativ nah an die Maggi Ravioli ran. Wie gesagt, jetzt vom Geschmack her keine große Überraschung, aber auf alle Fälle schmeckt es ganz in Ordnung. Ja, dann machen wir doch gleich weiter mit der nächsten Runde. Als nächstes probiere ich jetzt mal die Spaghetti mit den Würstchen drinnen. Vermute mal, das sind so, ja, so Wiener. Ein bisschen eine hellere Soße kann ich schon sehen. Ich zeige es euch dann auch nochmal aus der Nahaufnahme, wenn ich es warm mache. Ja, der Espit-Würfel brennt schon wieder und gibt alles. Hier nochmal ein kleiner Blick in den offenen Wald raus. Und die Spaghetti werden auch schon warm. Können Sie mal jetzt einen Blick reinwerfen. Das sind halt so kurze Spaghetti, ähnlich wie man die auch von Maggi aus der Dose kennt. Die sind, glaube ich, ein bisschen länger. Ja, und so eine Endlos-Wiener, die wahrscheinlich aus so einer Maschine rauskommen. Das sind, glaube ich, drei, ja, so ungefähr 5 cm lange Wiener Stücke mit drinnen. So, die Spaghetti dürften sie jetzt auch haben. Nimm die mal runter, rühre sie noch einmal durch. Und dann können wir auch schon mit dem Testen anfangen. Die Soße ist ein kleines bisschen anders. Die ist so, als wenn gestückelte Tomaten drin wären, also eine ganze dünnflüssig. Ein bisschen mehr Substanz drinnen. Auch nicht ganz so fruchtig wie die Soße von den Ravioli. Würde sie schon fast als ein kleines bisschen fad bezeichnen. Jetzt probiere ich mal so eine Wiener.
Die Wiener sind ganz in Ordnung, haben so einen ganz leicht rauchigen Beigeschmack. Relativ fest von der Konsistenz her. Man könnte jetzt natürlich diese ganzen Gerichte auch noch ein kleines bisschen nachwürzen und zusätzlich noch mit Zwiebel, Paprika oder irgendwas verfeinern. Mache ich heute aber ganz bewusst nicht, weil ich ja wissen will, wie die im Original schmecken. Ich hätte da dort einen kompletten Koffer mit Lebensmitteln mitnehmen können. Also das fing ja schon bei den Getränken an. Ich bin ja so ein Energy Drink Junkie. Also was die da dort an Energy Drinks hatten, und es gibt da so ein schottisches Nationalgetränk, sag ich jetzt mal, so eine Limonade, das werdet ihr dann auch in den Videos sehen, der ich komplett verfallen bin, schon nach den ersten paar Tagen. Und was für mich auch noch total interessant war, ich bin ja ein riesiger Fan von indischen Essen. Und speziell in England gibt es ja sehr viele Inder und Pakistanis. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Angebot in den Supermärkten aus. Und da gab es super leckeres indisches Essen. Und zwar nicht tiefgekühlt, sondern in der ganz normalen Kühlung mit drinnen. Das waren so Schalen, die man dann in die Mikrowelle reinmachen konnte oder einen Ofen. Aber es sind nicht so diese typischen Plastikschalen, wie man das bei uns kennt, sondern es waren so kleinere Abfüllungen, sage ich jetzt mal. Also es kam sehr nah an Essen von einem Restaurant hin. Bei uns gibt es oft diese typischen Plastikschalen, die man dann halt von verschiedenen Firmen kaufen kann, mit so einer Unterteilung drin. Gibt es ja, keine Ahnung, sag ich jetzt mal, Rouladen mit Kartoffelbrei oder sowas. Also auf dem Niveau war es nicht, sondern es war schon definitiv besser. Waren eher so Kleinstabfüllungen. Diese Samosas, diese indischen Teigtaschen gab es da in sämtlichen Ausführungen. Oder Chicken Pakora zum Beispiel. Und Millionen verschiedene Sorten von diesen Cup-Nudeln, die man bei uns kennt. Da gab es aber auch nicht diese regulären Versionen, also nicht nur die regulären, sondern auch so richtige große, die nannten sich Big Cup. Und die hatten dann auch natürlich so total ausgefallene Namen wie Bombay, Bad Boy und so ein Zeug. Also Zeug, wo ordentlich Schärfe mit drin waren, Bums dahinter. So, Spaghetti gegessen. Und als nächstes probieren wir jetzt noch die Hoops in der fruchtigen Tomatensauce. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das wieder die gleiche wie von den Ravioli ist. Oder ob es da auch noch mehr einen Unterschied gibt. Rein optisch würde ich sagen, genau die gleiche wie bei den Ravioli. Da hier relativ viele und kleine Nudeln drin sind, schaut das jetzt von der Menge her sogar am meisten aus. Obwohl ja die Dosen alle gleich groß waren. Aber das Verhältnis von Nudel zu Soße ist hier jetzt natürlich etwas besser. Ja, und auch hier lasse ich natürlich einmal in den Topf reinschauen, wie das ganze Spiel aussieht. Und unten beginnt gerade der Essbitwürfel den Rest zu tun. Ja, dann beginnen wir jetzt mit dem dritten und letzten Gang. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Es fängt jetzt zum Regnen an und vielleicht kommt es auf der Kamera rüber. Es fängt ja schon ganz leicht zu dämmern an. Krass, wie früh es jetzt schon beginnt mit der Dämmerung und dunkel zu werden. Wir haben es noch nicht mal 3:30. Okay, vom Geschmack her auch nochmal anders wie die anderen beiden Tomatensoßen. Und zwar würde ich das jetzt am ersten mit so einer typischen Tomatensuppe vom Geschmack her vergleichen. Aber auch definitiv viel zu lasch für meinen Geschmack. Gehört sie definitiv Paprika, Curry, Chili, irgend sowas in der Art rein. Ja, aber wirklich. Eigentlich fast wie eine Tomatensuppe eingedickte.
Ja, aufgegessen habe ich. Und jetzt bleibe ich hier noch ein kleines bisschen unter der Zeltbahn sitzen. Genieße die Regenatmosphäre, diesen freien Blick in den Wald raus. Und dann werde ich dann danach gemütlich abbauen. Heute Abend habe ich nämlich noch ein kleines bisschen was vor. Aber dazu dann später mehr. Lass mal den Esbit-Kocher ein bisschen abkühlen, dass ich ihn dann auch wieder einpacken kann. So, den Regenschauer habe ich unter meiner Zeltbahn ausgesessen. Ich finde einmal ziemlich interessant, wenn man dann draußen ist und es wirklich zum Regnen anfängt. Wenn dann halt, die Zeltbahn ihre Wirkung entfaltet, dann quellen ja diese Baumwollfasern auf. Die Zeltbahn wird dann richtig steif, die verhärtet sich und dadurch verhindert sie ja dann halt das Durchdringen von dem Wasser. Und das ist immer ein ganz netter Effekt, wenn man den draußen dann einmal live miterleben kann. Denn in der Regel hat man ja eher, sage ich mal, irgendwelche Tabs aus PVC, Polyester, was auch immer für einem Material dabei. Und das ist dann schon immer ganz cool, wenn man dann die Wirkung einmal live draußen miterleben kann. Jetzt wirkt es sogar inzwischen schon wieder fast hell im Gegensatz zu vorher. Da habe ich ja noch gesagt, jetzt fängt schon fast zum Dämmern an. Naja, jedenfalls, ihr wisst ja, ich bin ja nur ein Teilzeit-Waldschrat und da ich heute abends noch ordentlich Party machen will und auf die Piste gehen will, werde jetzt auch den Rückweg antreten, daheim dann noch mal ganz Zeug zum Trocknen ausbreiten. Oh, schaut mal, hier diese Freifläche mit dem Fahren. Schaut auch richtig gut aus, sowieso ein sehr schöner Wald hier. Naja, dann werde ich halt mein Kochgeschirr und alles noch sauber machen. Dann geht's ab in die Dusche und dann habe ich vor, heute noch ein paar Bierchen zu kippen auf alle Fälle. Nun gut, ich hoffe, dass euch das heutige Video auch wieder gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Über Kommentare und Abos freue ich mich natürlich wie immer. Das ist auch immer gut für den Algorithmus. So könnt ihr mich auch unterstützen. Und wenn ihr Bock habt, schaut ihr gerne mal auf Instagram oder auf Facebook bei mir vorbei. Ist alles in der Infobox nachzulesen. Ich schaue hier immer gerade so nach oben, weil hier ein paar richtige, mächtige, alte Bäume stehen. Hier vorne also eine riesige Eiche, auf die ich ständig drauf schauen muss. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen und eventuell sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Gebt euch diese mächtige Eiche. Boah, die ist 15 Meter hoch oder so.